So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley. Das Disney-Reich geriet in Vergessenheit. Und es liegt an uns, es wieder zu retten. Und ach, schön. Disney-Pille-Palle-Zeug. Guck mal hier, wer hier alles ist. Das gar da oben ist was Leid hier. Und kämpft gegen die Ranken von Dornröschen und Stitch. Und ach, Feini. Oh, wir können Avatar erstellen. Guck mal, sogar leicht Blacky und so. Ach, krass. Das ist cool. Bisschen Emo. Oh, natürlich. Mit der Schwalzlocke, weil Disney-Prinz und so. Ah, nice. Aber... Der Bart ist geil. Ach, schön. Ich nehme jetzt mal den hier. So. Avatar importieren. Was ist Avatar importieren? Avatar Code. Okay, nee, dann nehmen wir jetzt mal den. Bereit. Und jetzt können wir... Ach, jetzt können wir noch anpassen. Guck mal hier. Dann erstellen wir jetzt unser Disney. Oh, guck mal. Oh, das ist gut. Das ist gut. Da guckt er mal etwas nach. Den Blick. Oh. So, ja, ja. Rehbraune Augen. Ja, das machen wir. Oh, Farbe des Lidschattens. Oh, ich habe Lidschatten. Oh, oh. Bisschen Emo geht immer, ne? Was ist das hier? Was kann man hier? Oh. Ja, nice. Oh, das wird gut. Oh, machen wir uns schön Emo. Ach, guck mal, die Sorte des Lidschattens kommt jetzt aus. Ja, schön. So. Sehr nice. Augenbrauen. Jetzt muss er aber auch so hochgezogene Augenbrauen haben. Augenbrauenfarbe würde auch. Ne, die müssen aber dann. Ne, die lassen. Ne, machen wir so braunes. Oh, ich sehe schon hier. Ich habe jetzt schon Spaß, Freunde. Jetzt habe ich schon sehr viel Spaß. Wie irgendwo. Ah, oh, oh, hier mit rein rasiert. Ja, ich weiß ja. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich nehme hier einen buschigen Buschbusch. Ein Näschen zart. Oh, das ist aber nicht zart. Das ist ein bisschen dicker. Ja, da habe ich. Da habe ich mich doch gesehen. So, das. Was ein bisschen Hakennase. Nee. Wir nehmen die. Oh. Voller Schmollmund. Num. Machen wir so. Ja, ne? Voll Schmollmund. Hier so. Ah, oh, das aber auch, ne? Guckt ja so. Ja. Nee, Lippenstift braucht er nicht. Obwohl. Oh, guck mal. Ja, das machen wir doch. Oh, da können wir auch die Art. Hey. Los, hol das Gesicht wieder ran. Das war blau, ne? Ja. Oh. Ich werde sehr viel Spaß mit diesem Game haben. So. Kiefer. Nee, ich glaube, ich bin hier für dich. Was ist das hier? Farbe? Kann ich Rouge tragen? Aber oh, ich kann Rouge tragen. Nein, bin ich nicht. Schön. Einiges geht. Jetzt hier was. Ach, jetzt kommt erst. Oh, ich kann Funkel. Oh, ehrlich?
Nein. Oh, ich kann mich richtig voll scheißen. Guckt euch das an. Oh. Ich kann ein Glitzervampir sein, wenn ich das will. Leute. Nee. So. Was haben wir hier noch? Farbe. Was für eine Farbe? Was ist das? Ah, ein Schönheitsfleck. Ach, guck mal. Nee. Nee, lass mal. Nee. So, Leute, jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Riese. Oh, wir können sogar, oh, wir können uns Highlight machen. Guck mal. So. Oh, guck mal, guck mal. Guck. Oh, äußerst ein hübscher Burschi. Ah, ich hab's sehr. Also, vielleicht merkt man es, aber ich habe ein bisschen Freude gerade an dem Spiel schon. Werde wahrscheinlich nur meine Zeit mit dem Character Editor verbringen. Ja, so ist schon sexy, ne? Jetzt gucken wir mal. Ja, okay, ne, die Friese möchte ich. Oh, Entschuldigung. So. Gehen wir das aber hier ein bisschen. Ja, so. Hier auch mal ein bisschen drehen. Ja. Mal ein bisschen weiter oben. Ne, aber ja, gut. Nee, ich möchte doch eher eine männlichere. Wohl? Er sieht ein bisschen aus wie Jack Sparrow. Sehr nice. Ja, nee, die erste Frisur war schon nicht übel, ne? Vielleicht muss ich die Schminke etwas dezenter gestalten. Geh mal nochmal her. Wo war das denn? Hier, da. Ein bisschen da. Kann die Augenbrauen auch nochmal ein bisschen. Oh. Körper. So, Körperfarbe. Ach, das ist eben die Hautfarbe. Okay. Das finde ich krass, dass er das so mit Pigment, heißt das Pigmentstörung? Pigment, ich glaube schon. Dass er das halt so ansetzen kann. Nee, nehmen wir jetzt blassen. So. Ach, krass. Geht auch ein bisschen dicker. Guck mal, geht auch ein bisschen nach Sven-Modus. Oh, guck mal. Oh. Ja, so machen wir das. Okay. Gesichtsbemalung. Ach, krass. Okay. Jetzt kommt der männliche Bart. Okay. Ah, okay. Ja, das ist doch schon mal ganz nett. Einen schönen Mustard. Ah, gibt nur diese Bärte hier und dann kann man hier so. Ah, okay, hier so eine Frisur noch machen. Finde ich den schon ganz gut. Aber wenn ich das jetzt ändere, ändere ich auch die komplette Frisur mit, ne? Ich hätte den nämlich gerne. Ich hätte den Schnubbi nämlich auch ganz gern gefärbt. Aber dann haben wir nicht den diesen Farbverlauf oben. Na gut. So.
Oh, er ist aber ein hübscher, ne? Das ist. Louis der. Oh, Louis der Lyncher geht nicht. Dann ist es nur Louis Lyncher. Louis Lyncher. So. Gameloft Presents. Ey, die haben vorher nur Handyspiele gemacht. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende. Oh. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Ein Komplett voll mit Spaziergang auf einem Disney-Merch. nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Ich bin da echt gespannt drauf. Das sieht ziemlich cool aus. Ein bisschen Glück. Also, damals wollte ich unbedingt Kingdom Hearts spielen, weil eben die Disney-Charaktere und so drin vorkamen. Aber es ist halt dieses JRPG-mäßige. Vielleicht ist das hier nicht ganz so JRPG. Falls ihr euch übrigens wundert, die Original-Soundtracks sind nicht mit drin, damit ich keine Copyright-Claims kriege. Ich habe extra einen Streamer-Modus an. Dreamlight Valley. Da unten ist der Zauberer aus der Hexe und der Zauberer. Ist das nicht Merlin, oder? Ja, das ist Merlin. Oh, jetzt ist er eingeschlafen. Und da ist Louis Lyncher und rettet den Tag. Jetzt komm schon, uns Ah, erwartet voll viel vertont, schön. Arbeit. Oh, was ist das? Ist meine Brille verzaubert? Ist doch nicht voll vertont. Oder bist du echt? Ich weiß nicht. Bist du es? Das ist eine ziemlich existenzielle Frage. Ich werde später darüber nachdenken müssen. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Willkommen in Dreamlight Valley, mein Freund. Dreamlight Valley? Dieser Ort ist irgendwie gruselig. Dieser Ort ist doch nicht gefährlich, oder? Nun, es stimmt, dass das Tal im Vergleich zu früher ein trauriger Anblick ist, aber du hast nichts zu befürchten. Es gab einmal eine Zeit, da konnte man kein anderes Reich finden, das so viel Magie und Wunder enthielt. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich kenne dich, du bist Merlin. Also einfach mache ich es nicht. Du bist eine Art Zauberer? Nicht irgendein Zauberer, ich bin Merlin. Ich bin ein Wahrsager, ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun geklärt ist, stellt sich die Frage, wer du bist. Ich? Ich bin Louis Lyncher. Louis Lyncher, nun, der einzige Weg ins Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Magie? Ich niemals. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe einfach die Augen geschlossen und schlief ein und plötzlich war ich hier. Magie hatte damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, Magie hat alles damit zu tun. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du derjenige bist, auf den wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten.
Und vor was retten? Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verstanden hat. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war, ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft, wir müssen das vergessen. Ein für alle Mal beenden. Wir müssen, es tut mir leid, ich kann nicht, mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen? Ah ja, das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie vergesse. Ah. Das Leben war schön, dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen kam. Unsere Erinnerung begann... Oh, so schnell kann ich es nicht lesen. Aber okay, ihr seht ja, da geht so einiges schief. Da ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. So, erzähl mir mehr über das Vergessen, erzähl mir mehr über den vermissten Herrscher. Ja, erzähl mir mehr über das Vergessen. Ja, ja, natürlich. Mal sehen. Nun, als unser Herrscher ging, wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdornen das Dorf und verbreiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Je mehr Nachtdornen auftauchten, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Gesichter all der Freunde erinnern, die ich verloren habe. Oder an die Namen all der Zaubersprüche, die in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdornen loswerden, werden deine Erinnerungen zurückkommen, werden deine Freunde zurückkommen. Werden deine Freunde zurückkommen, die Nachtdorn los. Das ist ein interessanter Gedanke. Erzähl mir mehr über den vermissten Herrscher. Nun ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserem Herrscher. Er wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing er an, sich anders zu verhalten. Auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unser Herrscher einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, wegen des Vergessens. Euer Herrscher ist einfach abgehauen? Klingt nicht nach einem guten Herrscher. Es muss einen Grund dafür geben. Das klingt gut. Vielleicht musste euer Herrscher gehen. Möglicherweise hatte er keine andere Wahl. Unser Herrscher war freundlich und sehr edel. Es muss einen guten Grund gegeben haben, warum er gegangen ist. Obwohl ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was es war. Ich bin bereit, das Tal wieder herzustellen. Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du derjenige bist, der Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test der Magie. Deiner Magie, weißt du? Seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. Okay, cool. Ich lüpfe meinen Hut, was? Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Das ist schön, oder? Sieht richtig gut aus. Ja, dann. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. So, was soll ich machen? Schauen wir uns die Dornen dieses Hauses. Die Dornen, die dieses Haus blockieren, genauer an. Denke nur daran, was wir lernen können. Danke, sehr freundlich von dir. Da bist du ja! Ich habe in meinen Aufzeichnungen nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unseres Herrschers begonnen haben, Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinger entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein.
Ich weiß genau, dass du dieser jemand bist, Louis Lüncher. Ja, natürlich. Warum sollte ich sonst hier sein? Aber ich bin niemand Besonderes. Das mag sein, aber ich habe schon gewöhnliche Leute gesehen, die außergewöhnliche Dinge vollbracht haben. Konzentriere deine Gedanken auf die Nachtdornen. Ja, lass uns das machen. Ich spüre die Magie bereits in dir. Oh, er freut sich aber sehr schön. Konzentriere dich darauf und sage das Zauberwort. Abracadabra, Higitus, Pigitus, Bibidi-Babidi-Busch. Ich weiß nicht, ich war Bibidi-Babidi-Busch. Die Zauberworte der guten Fee, eine weiße Wahl. Bibidi-Babidi-Busch. Nice. Du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Macht der Dreamlight-Magie zunutze machen kannst, Louis Lüncher. Nun denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Bibbidi-Babbidi-Busch. Ist jetzt auch nicht so schön hier drin, ne? Die Nachtdornen haben sich auch einen Weg ins Haus gebahnt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hier hergekommen sind. Auch der arme Kerl. Das muss an den Nachtdornen liegen. Dieses Haus muss irgendwie wichtig sein. Ich spüre es auch, wenn ich mich nur erinnern könnte, warum. Das sind die lästigen Nachtdornen. So viele von ihnen in der Nähe zu haben, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal, Louis Lüncher. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Machen wir schon mal weg. Bibbidi-Babbidi-Busch. 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 Kick. Bibbidi-Babbidi-Busch. Oh, was ist das? Wow! Geil! Ein Puzzleteil. Oh, ist das schön, oder? Oh, ich hab richtig Bock, ey. Voll geil. So, ihr Lieben, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Das wird ein Ding, glaube ich. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen.